Herzlich willkommen bei Shorns Whisky-Ecke. Heute möchte ich Ihnen einen etwas anderen Whisky mal vorstellen von der Herstellungsart, und zwar den Deanston Virgin Oak. Deanston ist eine Brennerei in den südlichen Highlands. Die liegt so 20, 30 Kilometer oder 40 Kilometer nördlich von Glasgow. Kann ich hier kurz zeigen. Das ist hier. Und das ist keine typische Brennerei, sondern Deanston war eigentlich eine alte Baumwollmühle, die schon 1785 gegründet worden ist und bis 1965 etwa produzierte und erst dann umgebaut worden ist zu einer Whiskybrennerei. Hatte dann Höhen und Tiefen, musste dann in der Rezession in den 80er Jahren schließen, hat erst Anfang der 90er Jahre wieder eröffnet und ist jetzt so seit 10, 12 Jahren wieder im Kommen. Hat also eine große Menge an Abfüllungen, 10, 12, 18, 20 Jahre und auch verschiedene Finishes, wie dieser und dann auch ein Bordeaux-Rotwein-Fassfinish. Ja, also eine relativ breite Palette. Der Deanston hat 46,3 Volumenprozente, ist ein bisschen ungewöhnlich, aber ja, ist okay. Ist nicht gefärbt, nicht kühl gefiltert. Vom Geschmack oder Farbe steht hier Bernsteingolden, das dürfte zutreffen. Vom Nosing her frische Sommeraroma mit Honig, Vanille, grüne Äpfel, Zitrus, Spuren von süßen Malz und Gewürzen. Im Geschmack dann kandierte Früchte, weiches, cremiges Toffee, Zitrus, Spuren von Ginger. Und der Abgang soll ja leicht würzig mit Honig, Malz und Zitrus und Eichensüße sein. Naja, Eichensüße werden wir sehen. Ja, mehr steht hier nicht drauf. Hier vorne haben dann noch Manager, Distiller, Meshman unterschrieben. Ja, also das Design hat sich auch in, ich glaube, vor ein oder zwei Jahren geändert. Die Flaschenform hat sich geändert. Ja, zur Herstellung, das ist ganz interessant. Der Whisky reifte also erstmal, wie lange weiß man nicht, ich würde schätzen zwischen 5 und 8 Jahre in Ex-Bourbon-Fässern aus Kentucky. Bourbon-Fässer, die Whisky-Freunde werden es kennen, die werden ja von innen getoastet erstmal, dass der Holzzucker herausgelöst wird, der dann auch die Würzigkeit in den Whisky bringt. Und vor dem Befüllen werden die dann so richtig von innen mit der Flamme noch ausgebrannt, was dann quasi in der Fasswand so einen richtigen Aktivkohlefilter bildet, der dann auch diese scharfen, ungewollten Dinge aus dem Whisky herausfiltert, sodass der schön rein und weich wird. Ja, dann nach dieser Reifungszeit, 5 bis 8 Jahre, das ist nur eine Schätzung, ich weiß es nicht, kommt er dann in ein Virgin Oak Fass. Das heißt, Virgin Oak, wie der Name schon sagt, in ein jungfräuliches Eichenfass sozusagen, was nicht benutzt worden ist, auch vorher kein Bourbon enthielt. Und dadurch wird dieser Eichencharakter nochmal verstärkt und die Würzigkeit nochmal erhöht. Und dann, denke ich, ist genug erzählt, dann öffnen wir mal dieses gute Teil. Ja, Vanille. Karamell, aber Zitrusfrucht, aber dann auch Eiche natürlich, ja, es geht da nicht anders. Und ja, Alkohol ist trotzdem noch nicht im Vordergrund, aber doch zu spüren. Kräftiger Antritt auf der Zunge, Alkohol, gewisse Schärfe, Würzigkeit von der Eiche, aber jetzt dann im Abgang weicher werden, drunter
Ja, Karamell. Zitrus, ja. Also, der erste Eindruck auf der Zunge ist schon beeindruckend, aber ist dann recht weich im Nachklang. Der zweite Schluck ist dann schon wesentlich geschmeidiger. Eiche, ja, gewisses Alkohol ist klar, die Jugend kann er nicht verbergen nach einer relativ kurzen Reifungszeit. Also ist eine schöne Alternative, ist mal was anderes. Vom Preis her ist er sehr attraktiv, also Anfang, Mitte 20 Euro. Ist also, ja, kann man gut mal als Everyday Tram nehmen. Das ist auf jeden Fall drinne. Deswegen kann ich Ihnen guten Gewissens empfehlen. Das soll es auch schon wieder gewesen sein. Bis zum nächsten Mal. Euer Schworn.